Zweiter Logbucheintrag des Kapitäns der SMS Jaffa Jaffa Tritt. Wir konnten uns gegen die Drohnenangriffe vom Vortag behaupten. Unser Schiff hat nur leichten Schaden genommen. Wir werden die nächste Reparaturbucht anfliegen und es reparieren lassen. Randnotiz. Seit gestern haben wir irgendwie vermehrt Kekskrümel an Bord. Ich werde das Problem weiter beobachten müssen. Ende. Logbucheintrag 2 SMS Jaffa Jaffa Tritt Lex. Ah ja, eigentlich ist alles so bis weit ganz okay. Wir haben letztes Mal einen Drohnenangriff gehabt und ja, ich hatte wenigstens ein bisschen Action. Ich meine, eigentlich waren die Drohnen ganz schön dumm und es war nicht wirklich eine Herausforderung. Aber naja, wenigstens gab es was zu tun und ich hoffe, dass es mal zu so einem richtigen Weltraumgefecht kommt. Ja, was mich nur echt geärgert hat eigentlich war, dass sich der Captain an meine schwere Waffe gesetzt hat, als ich die eigentlich abschießen wollte. Das finde ich richtig uncool. Aber dafür habe ich mich auf seinen Kapitänssitz gesetzt, als er nicht aufgepasst hat. Logbucheintrag Ende. Logbucheintrag, Wissenschaftsoffizier der SMS Jaffa Jaffa Tritt, Kellett. Ja, gestrigen Kämpfe haben mal wieder bewiesen, dass unser Waffenoffizier unfähig ist. Er ist mehr damit beschäftigt, Kekse zu futtern, als irgendwelche Ziele zu treffen. Wir haben ein Drittel unserer Hülle verloren. Ich konnte Schlimmeres verhindern, indem ich entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet habe und die Schilde geboostet habe. Mal sehen, wo das noch hinführt. Logbucheintrag Ende. Wir haben eine Kopfgeldjäger-Anfrage bekommen. Wanted. Biscuit Burners. 8000 Credits Reward. Okay, 8000 Credits. Anscheinend sind die Biscuit Burners eine Gruppe von Plünderern, die hauptsächlich ihr Ziel, die Fluffy Biscuit Lieferungsschiffe sozusagen angreifen. Captain, erteile hiermit Anfrage, ob wir uns denen anschließen können. Nein. Zu viel Kekskrümel können wir gar nicht wegmachen, wie du sie hier futterst. Aber wir hätten dann vielleicht genug Credits, um uns noch einen Sauberbot anzuschaffen. Wenn wir Kekse klauen? Wir hätten genug Credits dafür, wenn du nämlich 50 Waffen holen würdest. Aber die Waffen brauche ich dann, um die Kekse zu verteidigen. Außerdem macht das gar keinen Sinn, weil wenn wir, sag ich mal, denen auch noch beitreten, dann machen die Keksfabriken irgendwann in der ganzen Galaxie zu. Oh nein, das wäre furchtbar. Wir sollten lieber der Biscuit Factory helfen, weil sie uns dann mit Keksen belohnen. Das scheint eine gute Alternative zu sein. So oder so, dann gibt's auch Kekse. Also, ja. Ich bin einverstanden. So. Den Sprung müssen wir verkürzen. Okay, ich komme. Sprung. Ich überspringe. Oh, das heißt, es gibt... Wir werden angegriffen. Oh, ich gehe auf meinen Posten. Waffenstation. Es sind wieder Drohnen. Was schießen die? Laserwaffen. Okay. Der Schinner da hinten hinter den Dings. Der hat gesessen. Der eine Feigling da versteckt sich hinter dem Metroiden oder ist er davor? Nein, er ist davor. Getroffen. Sehr oh, gut. Einer ist zerstört. Der saß nicht, der war zu weit weg. Ziel zerstört. Sehr gut. Einer ist noch. Er ist so weit weg. Es braucht so lange, bis es ladet. Ich muss unbedingt die ab.
die Abkühlung verbessern, steigern. Ah, fast. Los, kühl schneller ab. Ja. Der war gut. Können wir die Teile aufsammeln wieder? Ja, dabei. Wir hatten Schaden genommen. Oh ja. Und können wir da jetzt selber was reparieren? Also die Hülle? Die Hülle können wir nicht reparieren, dafür müssen wir in den Dock fahren. Genau, das Schild repariert sich von selbst sozusagen. Das, ja, fährt, das fährt wieder, wieder auf. Okay. Ja, hier sieht man es auch. Schild ist jetzt wieder voll. Und der Rumpf hat noch so ungefähr die Hälfte. Den Sprung bitte überspringen. Komme. Der Maschinenbot, ich glaube, der kann eh nix. Terrible. Sie fordern uns auf, 2000 zu zahlen. Ha! Bewaffnet feindselig. Ich gehe auf meinen Posten. Wir werden doch nicht wirklich irgendwas bezahlen, oder? Ich gucke erstmal, wie viel stark die sind. Wo sind sie? Die können sie nicht mehr orten. Da. Zu spät, wir werden angegriffen. Oh, okay. Also einer ist hinter dem Asteroiden. Und es ist nur der eine, oder? Schiffstärke 38. Das heißt, sie sind stark? Ja, die letzten waren so 13, 14. Okay. Ich bin ein bisschen besorgt, weil wir einen Bot an der Steuerung haben. Kann es sein, dass der Bot einfach abhaut? Ich fliege gerade. Achso, okay. Kann es sein, dass... Wo ist denn das Schiff hinter uns? Wo ist es denn? Es ist hinter dem Asteroiden. 10 Kilometer. Also quasi direkt hinter uns. Sollen wir einfach wegwarpen? Was? Ich weiß es nicht. Also ich als Waffenspezialist sage, lass uns die Herausforderung suchen. Okay. Aber es kann sein, dass wir alle sterben. Ich versuche mal zu manövrieren. Ziel voraus. Ja. 300 Schaden gekriegt. Das Schild ist schon fast weg. Schild ist weg. Entere. Du enterst? Kann ich trotzdem weiterschießen, oder? Willst du nicht auch entern? Ich enter auch, auf jeden Fall. Moment. Warum entert der Forscher als erstes? Warum sagt er nicht Bescheid? Weil ich hier die Leute umbringe, drei schon tot. Ja, vielleicht... Solltest du mal in deinem Forschungsfeld bleiben und mich meinen Job machen lassen. Das schaffst du ja scheinbar nicht. Naja, ich folge halt den Anweisungen des Captains. Wie jeder gute Soldat das machen sollte. Da habe ich einen erwischt. Kommt der da immer wieder raus? Ich hab einfach den Schild ausgeschaltet. Die kommen immer wieder aus dem... Medical Aid, ne? Ja. Okay, soll ich dann hier aufpassen und ihr macht das, was man so machen muss? Mhm.
Da kam auch einer von oben. Dieses Hecken, in dem er da dran steht. Kommt die mal wieder runter? Seht es gleich? Ich versuche es gerade zu verhindern, die Bots schießen, glaube ich. Mhm. Also, ja, wir sehen ja, es geht auf jeden Fall down. Geht runter, geht weg. Okay, ich... Wo bin ich? Ja, ich bin gestorben. Oh. Dafür haben wir gewonnen. Yay! Was muss man denn überhaupt machen? Also... Oh, wir haben ein bisschen den Asteroiden angeschrammt. Aber wir haben unsere erste Schlacht gewonnen! Juhu! Man muss die Bildschirme, glaube ich, hacken. Und wenn man eine gewisse Anzahl erreicht hat, dann kann der Captain das irgendwie claimen. Claimen, ja. Na, wir müssen... Keine Ahnung, ob wir die Bots irgendwie... ausschalten oder so. Ja, weil die halt echt immer wieder kommen, ne? Na, unsere Bots. Ach so, wegen denen. Hm. Weil die haben die ganze Zeit geschossen, also. Ja, ja, das ist halt wirklich der. Ja, das ist halt. Kacke mit diesen Bots. Was ist denn mit Phil? Will der vielleicht noch. Mitspielen, oder? Ich glaube, der hat schon durch Interesse, aber ich weiß nicht, ob ich diesen Punkt habe, dass er sagt, er macht mit. Okay, dann frage ich ihn nochmal und Marek, du fragst ihn auch nochmal. Wenn alle gesondert fragen, dann kann er bestimmt nicht mehr Nein sagen. Okay, bitte überspringen. Ja. Der Kampf war ja einfach. Ja. Aber auch so. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich habe den so gut getroffen am Anfang, da war das Schild sofort down. Oh ja. Yeah. Nee, aber also das war ja auch noch echt weit weg. Sektorscan. Nur die Werkstatt. Ich hätte jetzt gedacht, dass man näher dran sein muss zum Entern, ehrlich gesagt. Komm, Link, zur Werkstatt aufbauen. Lass mal gucken. Ja. Es gibt ja noch einen Silvasi-Shop, den ich anfunken kann. Nicht auf der Brücke schießen. Entschuldigung. Ein bisschen Trigger-Happy. Okay, ich hoffe, unser Pilot weiß, was er tut. Ich vermute mal, aber wenn man reinfliegt, repariert er automatisch. Ja, wir müssen nur das Schild noch ausschalten. Aber ich weiß nicht, der guckt doch nicht mal, wo er hinfliegt. Das sieht gut aus. Okay, der Bot macht es automatisch, sehr gut. Ah, sehr gut. Das dauert ein bisschen, ne? Scheinbar. So, hier. Fully Repair. Okay, 3000 Credits. So. Sehr gut. Was willst du? Handeln? Oh, ein Mini-Granatwerfer. Uh-oh. Pulsgranatenwerfer. Schrotblind plus 2 kostet 12.000 Credits. Boah, krass. Ich meine, Minigranatwerfer ist ja noch vergleichsweise günstig mit 1.800. Small Explosives. Pulsgranatenwerfer, Standardgranatenwerfer. Guter Standard, da weiß man, was man hat. Haben wir irgendwas, was wir austauschen sollten? Ich kann auch nicht. So verkaufen. Viel, ich müsste mal durchgucken. Ich verkaufe das, das hat mir nicht gefallen. Was haben wir denn? Captain, wenn ich mein Salvengewehr verkauft habe, kann ich mir dann für günstiger einen Minigranatwerfer oder einen Pulsgranatenwerfer zulegen? Ausnahmsweise. Ich meine, immerhin diene ich ja der Sicherheit unseres Schiffes und unserer Crew. Ich glaube, mit dem Granatwerfer an Bord
schädigst du eher unsere Crew und unsere Schiffe. Ach was. Ich glaube, wir haben sogar verschiedene Waffensysteme, die wir einsetzen könnten, ne? Okay, also der macht nicht so viel Damage wie der Pulsgranatenwerfer. Allerdings kann er mehr Munition halten. Ich probiere den mal aus. Joink! Und was ist das hier? Teurer Wein. Die wissen auch im Weltraum, was gut ist. Okay. Also ich glaube, wir könnten ein fokussiertes Lasergeschütz einbauen. Wir haben momentan ein Plasma-Turret und ein Lasergeschütz. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Also... Plasma finde ich gar nicht so schlecht, weil man damit eben auch relativ schnell feuern kann. Kannst du noch mal ganz kurz wiederholen, was es da gibt? Also wir haben ja das Lasergeschütz und den Plasmageschütz und das Hauptgeschütz. Mhm. Und wir haben auf Lager anscheinend noch ein fokussiertes Lasergeschütz und ein Plasma-Turret noch. Dann eine andere Qualität, oder? Also das fokussierte Lasergeschütz macht 115 Schaden, Ladezeit 5,8. Warte mal, ich guck mal gerade, ob ich hier die Werte, kann ich die irgendwo sehen? Wenn du auf Schiff drückst. Tab, Schiff. Waffen. Hm. Und unter anderem siehst du auch die Sachen, die wir haben im Lager. Das können wir ja gleich gerade. Ja? Ich würde den militärischen Fusionsreaktor austauschen, weil er ein höheres Level hat. Okay. Gegen Rumpf. Das Lasergeschütz hat erhöhte Ladezeit, dafür aber mehr Schaden. Auch eine doppelt so große Reichweite. Und verbraucht aber auch viel mehr Energie. Könnte man höchstens nehmen, wenn man wirklich so... explizit auf Long Range gehen möchte, ne? Um dann schon mal so den ersten Schuss abzusetzen. Also finde ich jetzt nicht, aber wobei, wenn die anderen voll besetzt sind, macht man wahrscheinlich summa summarum mehr Damage. Ja, ich glaube auch, dass die Plasma irgendwie besser sind. Der macht 80 Schaden, der andere macht 115. Mhm. Hat aber mehr als doppelt so lange Ladezeit und einen hohen Energieverbrauch. Hat dafür natürlich höhere Reichweite, aber wir haben das Hauptgeschütz ja dafür. Mhm. Und ja, das stimmt. Die Reichweite da ist ja 8000, ja. Oh, und wir haben ein Lasergeschütz schon an Bord und ein Plasma-Turret. Wie ich gerade sehe. Ach so, ja, ja, ja. Das ist nur die Frage. Ah, das andere ist aber ein fokussiertes Lasergeschütz. Genau. Warte mal. Kann noch mal ein anderer, gerade unter anderes, die in die Waffenwerte gehen? Dann können wir direkt vergleichen. Mhm. Das ist irgendwie bequemer. 115 Schaden. Bei dem Laser jetzt, ne? Ja, ja, genau. 115 Schaden, 5,8 Ladezeit, Energy Beam, Level 2, 14.400 Megawatt, 8.000 Meter. Also im Prinzip ist es einfach das Doppelte von dem, was wir jetzt haben. In allen Werten. Na schon. Und das, die Plasma? Plasma ist Level 1. 80 Schaden, 2 Ladezeit, Physical Damage Level 1, 4000 Megawatt, 4000 Meter. Da ist unsere besser, die wir jetzt schon drin haben. Die hat 92 Schaden. Die Stufe 2. Mit dem ganzen Schrott, was wir gesammelt haben, kann ich es auch upgraden. Also, ich könnte wahrscheinlich Waffen upgraden, wenn du willst. Ich guck mal, ob das geht. Okay, das heißt? Also, an sich könnten wir halt höchstens, wenn wir wollen, eben die
das andere Lasergeschütz nehmen, dann hätten wir halt eine längere Ladezeit und doppelten Schaden. Was für mich irgendwie dann auch aufs Gleiche rauskommt. Also ob du dann doppelt so schnell schießt, ist ja mehr oder weniger dasselbe, oder nicht? Nee, ist sogar noch besser, weil wenn du den einen Schuss verkackst, in der anderen Zeit hast du zwei Schüsse und da kommt dann vielleicht einer zumindest besser durch. Also ich würde dabei bleiben, glaube ich. Naja, das ist nicht doppelte Ladezeit. Doppelte Ladezeit wäre 7,4 oder so. Und das ist ja 5,8, also es ist schon nicht doppelt. Nee, ich habe ja auch gesagt ungefähr. Aber musst du wissen, du bist Waffenspezialist. Ladezeit war 5, 5,8. Ja, das stimmt. Und Schaden ist 115, ist dann auch nochmal ein bisschen mehr. Ich guck mal gerade, Ladezeit 3,8. Wir können auch erstmal austauschen und das alte behalten, also. Und einfach mitschleppen. Naja, warte mal. Naja, nee, dann tauschen wir die aus. Dann haben wir quasi ein schnelles Geschütz, ein mittleres Geschütz und eins, was dann am längsten braucht. Und das stimmt schon, es ist ja nicht ganz das Doppelte und der Schaden ist auch ein bisschen mehr. Also ja, dann machen wir das. Ausgetauscht. Der Rest ist Müll wahrscheinlich, ne? Ja. Ich kann Sachen upgraden. Unsere Schiffskomponenten. Was hättet ihr gerne upgradet? Die Plasma Turret wäre ganz cool. Okay, ich frage den Captain. Was hättest du gerne upgradet? Die Schilde? Das wäre auch gut. Blue Goose, ja, die sind auf Stufe 4. Ich kann sie auf Stufe 5 machen. Ja, ich würde sagen, Schilde sind wichtig. Sind verbessert. Blue Goose. Noch eine Verbesserung dürfte durchaus drin sein. Was noch? Normale Schilde oder was anderes? Dann gerne Waffen. Okay. Dann welche Waffe? Hauptgeschütz oder die Nebenwaffen? Ich kann sogar mehrmals upgraden. Das kann Dex sagen. Ja, Plasma bitte. Plasma Turret. Ist verbessert. Noch eine Verbesserung ist drin. Dann einmal die Hauptwaffe. Hauptgeschütz. Verbessert. Wäre sogar nochmal drin. Fusionsreaktor. Fusionsreaktor. Fusionsreaktor reicht leider nicht. Was hättet ihr denn so verbessert? Interessiert mich ja jetzt doch. Okay. Weiter geht's. Ich werde einfach den Rumpf nochmal verbessern. Oder? Na, es ist ja nie verkehrt, ne? Ja, damit haben wir keinen Schrott mehr. Und so macht man aus Schrott Gold. Kannst du den anderen Kack verkaufen, oder geht das hier nicht? Yes. Doch, das geht. Okay. Dann raus damit. Wir haben nämlich gar nicht mehr so viel Lagerplatz. Wir werden reich. Oh, 50.000 Credits. Ab zum Casino. Captain, können wir beim nächsten Landgang vielleicht das Casino ansteuern? Wenn du weißt, wie das Spiel funktioniert, ja. Okay, ich gehe und lerne. Okay, dann reparieren wir nochmal. Der fährt uns hier nochmal rein. Mhm. Also jeder rollt verdeckt 5-mal. Dann
wettet man? Die Spieler platzieren die Wetten von how many are up amongst the total pool of dice. You can only see 5 of them. Also die Spieler. Wie viele Würfe von einem speziellen Wurf? Okay, man kann nur 5 sehen. On a player's turn, he or she can choose to raise the current bid or challenge it. Ich will dich jetzt schon nicht. Rising a bit, also man kann das irgendwie anheben. Die Spieler müssen die Nummer von Würfel. Und kann man das Casino schon ansteuern? Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Mal, um das zu raffen, ehrlich gesagt. Ich kann es auch alleine nicht ausprobieren. Ich will hier aufstehen. Ich klebe am Sitz fest. Mit R? Ja, danke. Bitte einmal den Sprung überspringen. Der Captain weiß einfach, was es lang geht. 10 Sekunden, ja, okay. Ah, nein, ich bin falsch abgebogen. Hier, es geht zur Brücke. Ich werde ihn abkürzen. Nein. 0, geschafft. Ein Planet, ansonsten nichts. Trockenes Klima. Das ist unser Planet für die Schatzjagd. Oh, Schatzjagd? Yep. Trockenes Klima, niedrige Sichtweite durch Atmosphäre und Alien-Ruinen. Okay, dann macht euch bereit. Bin bereit. Keine Feinde. Aber vielleicht siehst du die nur nicht auf deinem Pad. Das kann sein. Aber ich bezweifle es. Also diese Ruine kommt mir fast bekannt vor. Findet ihr nicht, dass sie auch so ein bisschen Ähnlichkeiten hat mit dieser anderen Ruine? Alien Ruinen sehen immer gleich aus. Ah! Feinde! Feinde! Viele Feinde! Ich hasse Spinnen. Spinnen! Ich dachte, es wären Ameisen. Zum Glück habe ich nicht gesehen, dass es Spinnen sind. Jetzt weißt du es. Vorstell mal Heilung. Ja, Forscher. Kenneth, geh du doch vor. Du willst doch immer in der ersten Reihe stehen. Ich bleib mag hinter dir. Spinnen. Da hinten Na ist dann. Eine. Feel free. Krabbelt. Kann ich die Uhr? Ja. Sie waren mal. Mehr Spinnen. Es ist ganz schön dunkel. Ich sehe auch fast nichts. Nee, ne? Nur irgendwie so einen dunklen Korridor. Der leer ist. Nächster Korridor ist auch leer, glaube ich. Ja. Wahrscheinlich müssen wir Jumping-Puzzle machen, aber hier gibt es ein paar Korridore. Da sind noch Spinnen unter dir. Oh. Hinter dieser Barrikade hier. Oh, warte mal, wie kann ich denn da nachladen? Wahrscheinlich nur Magazin, lade oder? Nach. Ja, R gedrückt halten, dann lädt man nach.
Ich nutze die Pistole, um nichts zu machen. Ach. Wie er nicht schießt und wartet. Ich kann nicht schießen, weil er beladen war. Captain. Wie du einfach nicht schießt. Dankeschön. Guck mal, der Captain fliegt da hinten schon. Aber er ist runtergefallen. Die Heavy Beam Pistol, die ist ganz cool. Die macht einen ganz guten Schaden, also die kann ich empfehlen. Okay. Wo ist unser Kapitän? Da ist er. Cool, und jetzt? Fällt eine Spinne runter. Hier kann man rauf. Es ist so dunkel, ich habe das gar nicht gesehen. Da hinten ist noch eine Tür, oder? Ja. Zwei Spinnen sind runtergefallen. Hallo? Ausgeschaltet. Ich sehe echt nichts, ey. Hier oben ist doch nicht. Also ich dachte, hier wäre Erfahrung. Irgendwas hat er so ein bisschen gefunzelt. Was erwartet uns? Spinnen. Ein Spinnengott. Vielleicht. Wie kann man das aufsammeln? Kann man das scannen? Captain, vielleicht sollten Sie das tun. Aufsammeln. Nö, scannen kann ich glaube ich nicht. Okay, ich tausche schnell aus durch einen Stein. Zum Glück nichts passiert. Der Bruchpilot hat sich hergeportet. Okay, das war's anscheinend. Ich denke auch. Okay, also auf jeden Fall die Schuss gehen weg. Ich weiß gerade gar nicht, habe ich noch ein Magazin dabei? Oh, ich habe die Granatwerfer ja schon dabei. Ne, also das nächste Mal 1, 2... So. Hat jemand was gefunden, oder? Ja. Was denn? Wo denn? Wachdorn. Wo bist du denn? Ich kackse an der Ruine rum. Achso. Weil da die... Mir wurden die angezeigt hier irgendwo. Und jetzt muss ich jetzt gucken, auf welcher Höhe die Sachen sind. Mal rausgehen? Wenn wir den Ausgang finden. Man kann da oben rausspringen. Gute Frage, ich hab keine Ahnung. Nee, Dead End. Hier? Ich hab hier. Und ist hier draußen noch irgendwas? Mein Sensor sagt nicht. Computer sagt nein.
Mein Bruder sagt nein. Es ist einfach nur eine endlose Weite, in der man, glaube ich, ziemlich schnell orientierungslos werden würde. Okay, das hat Spaß gemacht. Ah ja, ich habe für die Forschungsmaterialien die Quest, den Bugzorn. Okay, dann haben wir die Mission erfüllt und der nächste halt sind die Biscuit Raiders. Biscuit, du meinst Biscuit Burners? Ja. Ja, okay. Ja, das machen wir dann beim nächsten Mal. Und da wäre es natürlich auch wieder cool, wenn du mit dabei wärst, wenn es wieder heißt Pulsar mit der SMS Jaffa Jaffa Dritt, unserem Captain Marek, unserem Forscher Marvin und mir als Waffenexpertin. Und wenn du uns noch unterstützen möchtest, dann gib uns doch gerne ein Like oder ein Abo. Das würde uns natürlich sehr freuen. Wie jeden YouTuber da draußen. Okay. Ciao. Ciao. Grüße. Ciao.